Eine Verhandlung vor dem Sozialgericht. Einer der Richter ist Jochen. Dabei ist er gar kein Jurist. Wie kann das sein? Er ist ehrenamtlicher Richter. Das heißt, er ist als Laie in dieses Amt gewählt, um die Berufsrichterinnen und Richter bei ihrer Entscheidungsfindung mit seiner Lebenserfahrung zu unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, im Bereich der Justiz Ehrenämter auszufüllen. Sie bilden eine wichtige Brückenfunktion zwischen Staat und Bevölkerung und gestalten so den Rechtsstaat mit. Die Justiz, das sind wir alle. So kann Sarah etwa als Schiedsperson Verantwortung tragen. Mehr als 1000 von ihnen gibt es allein in Nordrhein-Westfalen. Oder im Justizvollzug, wo Markus als ehrenamtlicher Betreuer Gefangene auf ein Leben in Freiheit vorbereitet, mit dem Ziel, dass sie nicht wieder straffällig werden. Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. In der Bewährungshilfe ergänzt Manfred die Arbeit der hauptamtlichen Fachkräfte sinnvoll, auch ohne gerichtliche Bestellung. Gerade ältere Menschen, die rechtliche Aufgaben, Korrespondenzen oder Behördengänge nicht mehr selbst besorgen können, sind auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wie Petra angewiesen. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt und fördert dieses unverzichtbare bürgerschaftliche Engagement, indem es unbürokratisch die Informations- und Beratungsstrukturen sowie die Koordination und Vernetzung aller Ehrenamtlichen stärkt. Auch mit ergänzenden Angeboten zur Aus- und Weiterbildung.